Der Armutsatlas ist vorgelegt. Man kann nun endlich geografisch bestimmen, ob man arm ist. 60% des mittleren Einkommens und man ist arm. Ich bin dafür, dass das mittlere Einkommen gesenkt wird, damit es weniger Arme gibt. Mein bekiffter Mitbewohner ist so arm, er muss selber nach Holland fahren, um die Handelsspanne zu sparen. Morgen geht's weiter.